So, heute werfen wir nochmal einen etwas genaueren Blick auf das Odis WinTab Gen 8 oder Gen 8, je nachdem, weiß nicht, wie man es ausspricht. Das hatte ich ja vor kurzem gekauft, fand das ganz interessant von der Ausstattung her, will jetzt nochmal ein kurzes Review dazu machen. Hier sehen wir einmal die Rückseite. Es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Es ist eine gummierte Rückseite. Es liegt auch gut in der Hand, wenn man es so in die Hand nimmt. Es hat eine 2-Megapixel-Kamera auf der Rückseite eingebaut. Auf der Vorderseite ist eine normale VGA-Kamera. Ich habe hier verschiedene Knöpfe, die auch sehr gut sich anfühlen. Das ist der Ein-Ausschalter, Plus und Minus und der Windows-Knopf. Der Windows-Knopf ist also hier an der Oberseite. Man muss da an der Oberseite immer drücken. Und wir haben hier Kopfhöreranschluss, Mini-USB-Ladeanschluss, Micro-HDMI. Und einen SD-Kartenslot und Mikrofon. SD-Kartenslot kann ich gerne auch mal zeigen. Ich habe hier eine Micro-SD-Karte. So, die stecke ich hier rein, drücke ein bisschen mit dem Daumen, ist eingerastet, drücke wieder ein bisschen mit dem Daumennagel drauf und sie wird schon herauskatapultiert. Ja, ich muss sie jetzt hier hinten wieder aufsammeln. Also es funktioniert sehr gut. Jetzt schalten wir das Gerät mal ein. Es wird gestartet, erkennt auch sofort, dass es im Querformat ist, nicht im Hochkantformat. Mit dem Wisch nach oben kann ich es ganz normal öffnen. Und was hier sofort auffällt, das sieht man vielleicht auch bei der Kameraaufnahme schon ein bisschen. Die Ansicht ist beim Bildschirm nicht so optimal. Also bei der Kamera ist, glaube ich, hier das Blau noch zu sehen. Auf der rechten Seite ist das Blau nicht mehr zu sehen. Je nachdem, wie man den Winkel auch dreht, geht sehr, sehr schnell die Farbe auch verloren. So, hier haben wir den Startbildschirm. Wir gucken jetzt einfach mal, werfen wir einfach mal einen Blick, wie denn der Speicher momentan aussieht. Also er sieht so aus. Ich habe hier, muss gestehen, auch schon ein bisschen was installiert. Also er hat von den 16 GB internen Speicher 9,07 GB zur Verfügung unter Windows für C. Das ist nicht viel, aber die Erfahrung, die ich ja mit dem Ionic Tablet schon gesammelt habe, der ja die gleiche Ausstattung hat. Wenn man hier ein Update auf Windows 10 macht, wichtig ist dazu, ich brauche eine Speicherkarte, denn das Update wird auf der Speicherkarte erstmal zwischengelagert, weil es geht nicht mehr auf den freien Platz, der hier auf dem internen Speicher zur Verfügung steht und wird dann von dort installiert. Und anschließend hat man wesentlich mehr Speicherplatz zur Verfügung. Windows 10 läuft auch ohne Probleme auf diesem Gerät hier. Das denke ich, ist die beste Lösung, um halt hier mehr Speicherplatz frei zu machen. So. Jetzt kann ich auf zwei Varianten Windows wieder aufrufen, indem ich entweder hier rechts reinwische und hier auf den Windows-Knopf drücke, oder die Alternative wäre, den Windows-Knopf, den wir hier oben haben, der sich hier oben befindet, inwieweit man sich daran gewöhnen kann, dass dort oben der Knopf ist, um ihn zu drücken, weiß ich nicht. Das ist bestimmt auch eine Gewohnheitssache. Ich bin es halt gewohnt, dass der Knopf hier an der Fläche wo verteilt ist und das funktioniert eigentlich ganz gut. So, jetzt würde ich mir gerne die Bluetooth-Verbindung mal noch anschauen. Dazu gehen wir jetzt in die Eigenschaften, PC-Einstellungen. Genau, hier müsste es geben PC und Geräte. Und darunter gibt es auch Bluetooth. Ich finde, das ist gerade eine ganz spannende Frage bei so einem Gerät wie diesem hier, weil er ja auch einen Micro-HDMI-Anschluss hat. Ich schalte hier die Bluetooth-Tastatur ein, drücke hier auf Connect und dann sollte normalerweise beim Tablet gleich die Tastatur erscheinen. Genau, da ist sie schon. Ich sage jetzt, ja, bitte verbinde damit. Koppeln. Und jetzt soll ich hier eine Zahl eingeben auf der Tastatur, um zu zeigen, dass dieses Gerät wirklich zu mir gehört. Ja, das hat funktioniert. Das wird ja auch installiert. Sehr schön. Und dann gehen wir doch jetzt einfach mal hier in Suchen und ich sage Note. Einfach mal gucken, was er da findet. Den Editor findet er da. Ja, sehr hübsch. Vielleicht gehen wir mal bis dahin, wo der Aufkleber nicht mehr ist. Hallo. Ja, also Tastatur hat er sofort eine gute Verbindung gemacht. Wenn wir jetzt den
Tablet noch über Micro HDMI mit dem Bildschirm verbinden. Eine Maus, eine Bluetooth-Maus wird dazu auch noch passen. Also ich habe hier zum Beispiel diese Maus normalerweise in Benutzung. Dann kann ich ihn ohne Probleme auch mit Word und Excel benutzen an einem großen Bildschirm. Dazu muss ich jetzt mal ein bisschen umbauen, damit ich den großen Bildschirm auch im Hintergrund habe. So, jetzt wird es etwas schwierig, hier beide Geräte einzufangen. Ich drücke nochmal auf den Windows-Knopf, damit wir wieder auf der Startseite sind. Und ich schließe jetzt den Bildschirm an. So, wir haben das Geräusch gehört, dass er den externen Bildschirm erkannt hat. Und siehe da, der externe Bildschirm ist schon vorhanden, allerdings momentan noch in einer etwas schwierigen Position, nämlich in Hochkant. So, jetzt ist er auf dem Kopf. Dann stellen wir ihn halt mal auf den Kopf. Okay, jetzt sieht das Ganze gut aus. Und damit könnte ich jetzt durchaus, ich drücke jetzt an der Bluetooth-Tastatur einfach mal die Windows-Taste. Ja, funktioniert. Also das sieht jetzt eigentlich ganz gut so aus. Und wenn ich jetzt noch eine Maus dazu hätte, wäre ich also durchaus in der Lage, hier jetzt mein Excel oder Word aufzumachen und damit zu arbeiten. Hier haben wir das Office, genau. Es sieht auf dem externen Bildschirm auch sehr gut aus, das Bild. Also ich denke, die Auflösung ist ja auch einwandfrei. Und jetzt könnten wir ja mal, genau, über YouTube mal ein Video anschauen, um mal zu hören, wie das Ganze klingt, ob auch der Ton mit übertragen wird. So, ich habe jetzt die Konfiguration noch mal ein bisschen geändert, weil ich musste doch wahrnehmen oder feststellen, dass eine Bedienung ohne eine Maus doch etwas schwierig ist, wenn es am externen Bildschirm angeschlossen ist. Weil normalerweise müssten wir ja dann immer mit dem Finger dann hier alles immer bedienen, also hier jetzt rechts reinwischen oder und so weiter. Das funktioniert aber doch nur recht schwierig. Deshalb habe ich jetzt doch die Bluetooth-Maus noch konfiguriert. Und auf die Art und Weise kann ich das auch mit der Maus bedienen und ich denke, dann wird es noch etwas einfacher. Ausgepackt oder ein so, wir sehen jetzt hier von YouTube das erste Video, das ich zu dem Odys-Tablet gemacht habe. Odys, also man sieht, die Tonübertragung ist auch einwandfrei. Er hat auch kein Problem mit HD-Videos, die er über YouTube jetzt auch streamt. Version 1 drauf, ist er hat jetzt eine ganz normale 2,4, ich muss vielleicht mal den Ton runterschalten. Ja. Er hat jetzt eine 2,4 GHz WLAN-Verbindung und das ist ein HD-Video, das er jetzt gerade streamt und wir haben ja gehört, der Ton war einwandfrei, das Bild ist auch einwandfrei, also es funktioniert sehr gut. Nur für die Bedienung halt eben, wie eben schon erwähnt, das wird über den Finger etwas schwierig, wenn der Bildschirm schwarz ist. Und das ist aber bei anderen Tablets genauso. Also sie haben keinen Dual-Screen-Modus, dass man sagen kann, okay, ich habe das Gleiche nochmal auf dem Bildschirm auch. Man merkt ja auch, die Orientierung passt hier nicht, aber ich denke, das hängt mit Windows 8 noch zusammen, weil der Tablet steht ja jetzt hochkant, während auf dem Bildschirm eigentlich das Video im Querformat zu sehen ist. Das hängt aber mit Windows 8 noch zusammen. Das hat also nichts mit dem Odys WinTab speziell etwas zu tun. Ich finde, dafür ist es wirklich ein geniales Gerät, um einfach mal mit Word, Excel, PowerPoint auch mal kleine Sachen zu machen. Das ist für ein Jahr kostenlos mit dabei. Ich kann über eine Bluetooth-Maus, eine Bluetooth-Tastatur ihn zu einem vollwertigen PC für Textverarbeitung und sowas auch benutzen und kann ihn trotzdem unterwegs auch noch als Tablet benutzen. Das ist eine feine Sache. Ich habe auch hier den Benchmark durchlaufen lassen, den ich bei anderen Tablets schon hatte laufen lassen. Der ist jetzt momentan unter Bilder noch gespeichert. Genau, da machen wir das Bild jetzt mal auf. Und man kann hier also durchaus vergleichbare Daten sehen, wie mit anderen Tablets in der Preisklasse auch. Also die Schreib-Lese-Geschwindigkeit, der CPU-Test. Das sind alles Werte, die in dem Preissegment also völlig normal sind. Hier sind keine besonderen Ausreißer. Beim Schreiben hier auf Festplatte C oder auf den internen Speicher war er hier etwas langsamer wie die anderen Geräte, aber ansonsten war hier durchaus alles vergleichbar. Was man zur Akkuleistung noch sagen kann, ich habe wieder 2 Stunden lang ein Video laufen lassen, ein HD-Video lokal vom lokalen Speicher bei voller Bildschirmhelligkeit und 80%
80% Lautstärke. Und er war nach einer Stunde bei 78% der Akku und nach zwei Stunden Video bei 66%. Das sind auch Werte, die durchaus vergleichbar sind mit den anderen Tablets in der Preislage. Und ja, es gibt klar Pluspunkte. Das ist einfach die Haptik, der Aufbau. Es fühlt sich alles sehr wertig an für den Preis. Der Minuspunkt ist ganz klar die Blickwinkelstabilität beim Bildschirm.